Jan Kleen auf großer Tour. 100 Kilometer will er laufen in 4 Tagen, vom Ammerland bis an die Küste. In Emden ist er schon angekommen. Wandern ist die neue Leidenschaft des 31-Jährigen. Er liebt es, unterwegs mit Leuten in Kontakt zu kommen und seine Geschichte zu erzählen. Auf Wanderschaft erlebt man ja jeden Tag ein neues Abenteuer. Man weiß nicht, wo man hinkommt, was ist da, wie sind die Menschen, die man so trifft. Und ich kläre auch viel über das auf, was ich habe, eine Entwicklungsverzögerung. ADHS hatte ich früher, in der Feinmotorik bin ich eingeschränkt. Und ich habe sehr viele Menschen auf meiner Reise bis jetzt kennengelernt. Eltern, die genau dasselbe kennen, dass es nicht immer leicht ist. Jan ist viel zu früh auf die Welt gekommen und hat daher eine Entwicklungsstörung. In der Schulzeit wird er gemobbt, auch die Lehrer nehmen ihn nicht ernst. Trotz seiner nicht leichten Jugend lässt Jan sich nicht unterkriegen. Er will etwas Positives bewirken und beginnt, seine Umwelt vom Müll zu befreien. Auch in Emden wird Jan fündig. Ich sammle halt einfach ein, auch wenn ich am Wandern bin, habe ich immer Handschuhe und eine Tüte oder zwei dabei und nehme halt das mit, was andere halt weggeschmissen haben, weil wenn ich meckere, kann ich nicht verändern. Begonnen hat seine Mission vor 6 Jahren. Mit Müllzange und Bollerwagen ausgerüstet, sammelt Jan Abfall von den Straßen in Wilhelmshaven. Unterstützt wird er von seinen Freunden. Mittlerweile ist der 31-Jährige für sein Engagement mehrfach ausgezeichnet worden und über die Grenzen seiner Heimatstadt bekannt. Das hat enorme Aufsehen erregt. Ich war mit Kindern schon unterwegs und vielen anderen. Das hätte ich nie gedacht, dass aus einer Idee, wo ich einfach gesehen habe, weiter man dann mal im Internet berichten, dass da so viel Resonanz einfach kommt. Für die Welt etwas Gutes tun, obwohl die eigene Kindheit alles andere als rosig war. Jans großes Herz und seine Offenheit berühren viele Menschen. In den sozialen Medien berichtet er von den Hürden in seinem Leben. Tausende folgen ihm dort. Einige trifft er auf seiner Wanderung an die Nordsee. Diese offene Art, und ich finde das halt auch total toll, dass er auch so offen über seine Vorgeschichte spricht. Und ich finde, das macht ihn halt auch einfach aus, weil, wie gesagt, das wird halt heutzutage einfach viel zu oft totgeschwiegen. Und da finde ich das eigentlich ganz gut, dass er das so offen kommuniziert. Gebt nie die Hoffnung und den Glauben an euch selbst auf. Diese Botschaft will Jan in die Welt tragen, auch wenn die Familie immer hinter ihm stand. Er war es, der sein Leben in die Hand genommen hat. Das Allerwichtigste musste ich selber machen. Meinen eigenen Weg im Leben finden, das machen, was mir Spaß bringt, mich selber zu fördern. Und das habe ich geschafft. Ich finde immer Sachen, die Spaß bringen. Das ist wichtig.